Ich grüße euch alle herzlichst zurück hier bei Dragon Age Inquisition. Hier auf dem gefrorenen Wasser bzw. dem gefrorenen See geht es weiter. Und das Gebiet hat doch etwas, oder? Etwas Idyllisches, aber gleichermaßen ein Gefühl der Ewigkeit. Hauptsächlich natürlich hier durch das ewige Eis vermittelt. Wir sammeln hier natürlich erstmal die ganze Elfenwurzel, die können wir gut gebrauchen. Und da vorne sehe ich auch Blutstein. Und überall rotes Lyrium. Mehr rotes Lyrium. Fasst es lieber nicht an. Was glaubst du denn? Aber okay, wir wollen erstmal in Richtung des Risses gehen. Hallo, mein Freund. Bevor wir jetzt versuchen, hier die Festung zu stürmen, von der er uns ja berichtet hat, werden wir erstmal zusehen, dass wir hier in Richtung des ersten Risses marschieren. Es sieht schon sehr beeindruckend aus. Auch hier das Bildnis. Man sieht da ganz klar die Totenschädel, die dargestellt sind. Hier, ich sag mal, bei diesem Aquädukt. Ich glaube kaum, dass es mal eine Brücke gewesen ist. Ah ja, wenn das mal nicht unser Riss ist. Okay, das war Welle Nummer 1. Bleibt noch eine. Oh, da sind noch mehr von denen, habe ich gar nicht gesehen. So. Und wir schließen den Riss. Stufenaufstieg, Stufe 20. Erfolg freigeschaltet, Veteran. Naja, also, ich würde mich jetzt nicht als Veteran bezeichnen, aber wir sind natürlich schon gut dabei, aber Veteran, also. Nein, Spaß beiseite. Stufe 20, das ist aber eine schicke Stufe, wie ich finde. Trotzdem sind wir mit dem Spiel noch lange nicht fertig. Schön, dass wir das da nicht einsammeln können. Das ist Deko-Blutstein. Ah, Dämmerstein, das brauchen wir. Genau, für die Requidierungsaufgabe. Ach, was haben wir denn hier? Schön versteckt hier hinter der Figur. Geprägter Langbogengriff. Wir können doch mal selber einen Bogen herstellen. Generell könnte uns etwas mehr in der Bogenfertigkeit üben, muss ich zugeben. So. Was sagt denn die Karte? Dass wir hier die Ecke soweit erstmal aufgedeckt haben, das ist sehr interessant. Es scheint mir auch so, als würde es in diesem Gebiet eher Richtung Süden gehen. Das heißt, wir gehen mal hier in Richtung des Holzschlags. Da ich in dieser Richtung gar nicht mehr so viel erwarte. Ach, wie süß. Was seid ihr denn? Snowflöre oder so ähnlich. Und hier nochmal, wie schön das Eis gemacht ist, dass man wirklich in die Eisschicht hineingucken kann. Wunderschön. So. Was übrigens nicht wunderschön ist, ist die Videogröße. Ich bin mir sicher, hier mit den ganzen hellen Farben, dem Schnee... Hör auf zu knacken, lieber Fluss. Das gefällt mir gar nicht. Ich denke mal, hier mit den ganzen hellen Farben werde ich wahrscheinlich nachher gigabyteweise Videos haben. Aber sei es drum. So. Elfenblutturm. Sarah. Zeig mir mal, was du kannst. Und einmal plündern.
Naja, war jetzt nicht so besonders. Mal wieder hier die Schwierigkeit, die Treppe hochzukommen. Bitte was? Fluch des irgendwas? Ach Gott, ist das ekelhaft. Auch wenn diese Maske selbst nicht verflucht ist, glauben doch viele, dass es diejenigen sind, die mit ihr zu tun haben. Das Haus Morak, das angestammte Herrschergeschlecht Val-Firmins, durchlebt im späten erhabenen Zeitalter eine Phase, in der nahezu jedes Mitglied dieser großen Familie einen tragischen Tod fand. Dies ging so weit, dass die Moraks schließlich gemieden wurden, aus Angst, ihr Fluch könnte ansteckend sein. Lady Louise de Morak, die Gemahlin von Graf Ephraim, der wenige Tage zuvor an vergifteten Traum gestorben war, griff daraufhin zu einem nahezu beispiellosen Mittel. Sie zerstörte in aller Öffentlichkeit die Maske des Moraks und ließ eine neue anfertigen. Die Todesfälle hörten auf und die ursprünglichen Masken wurden trotz Lady Louises Bemühungen zu einer begehrten Realität. Die ursprünglichen Masken, ah ja. Dorian könnt ihr gut tragen, oder? Ach Gott. Naja, wir machen es mal für die Werte. Entfernen. Was? Rüge der Sunderlande. Einzigartig, die nehmen wir mit. Ich glaube, hier oben wurde schon so der ein oder andere geopfert. Krank, was man hier alles finden kann. Lesen. Kaum entzifferbares Gekritze. Sie sagen, man solle keine Mädchen mit nach Hause nehmen, die man in der Nähe der Risse ins Nichts findet. Aber sie haben keine Ahnung. Ich habe Colette gerettet. Sie kam von einem einsamen, kalten Ort und niemand hat sich um sie gekümmert. Doch jetzt ist sie hier und wir werden für immer zusammen sein. Sie ist alles, was ich je wollte. Ich weiß, sie liebt mich. Ich spüre ihre Liebe in allem, was sie macht, selbst wenn es weh tut. Vor allem, wenn es weh tut. Ich war nie glücklicher. Krank, krank, was? Moment, war es da gerade ein Mosaikteil? Nö. Ich drehe auch schon langsam durch, Leute. Krank, 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 wollte ich gerade sagen. Aber wir haben hier scheinbar noch etwas, das es zu finden gilt. Einmal den besagten Holzschlag, dankeschön. Und ein verlassenes Lager mit einer Truhe und einer Aufgabe. Ein Buch. Die Jagd. Finde die Ruinen, die in der Notiz des Jägers erwähnt werden. Tag 1. Ich bin ihrer Spur bis an den Rand des Hochhains gefolgt. Ich weiß, sie ist hier irgendwo. Ich spüre es. Tag 2. Sie ist mir entwischt. Dieses gerissene Biest. Jäger und Gejagte drehen sich umeinander. Es ist ein Spiel, ein Tanz, ein Ritual. Ohne das wäre es nicht dasselbe. Tag 4. Ihre Spuren führen zu den Ruinen. Vielleicht will sie sich ausruhen. Ich brauche das Überraschungsmoment, also lasse ich alles Überflüssige zurück, um schnell und leise zuschlagen zu können. Diesmal entkommt sie mir nicht. Hat wohl nicht so gut funktioniert. Hier ist ein Jäger durchgekommen, der wie besessen irgendetwas schwer zu erlegenes verfolgt hat. Finde die Ruinen. Ja. Gerne, gerne, aber da vorne ist ein Riss, den ich vorher gerne schließen möchte. Da das Feuer zu platzieren war nicht so schlau. Ein Dämon des Hochmuts. Aber doppelter Hochmut kommt mir bekanntlichermaßen vor dem doppelten Fall.
Oh Mann. Warum eigentlich nicht? Okay, das war nicht sehr schlau, mal wieder. Immer diese blöde Feuerwand. Ich mach das immer automatisch. So. Huiuiui. Boah. Das hätten wir damit auch geschafft. Wir wollen ja zusehen, dass wir alle Risse schließen. Das rote Lyrium, es ist überall. Na, meine Lieben. Richtig süß, die Tiere. Da oben ist mehr Blutstein. Auch das wollen wir mitnehmen. Er hat gesagt, wir versuchen es. So. Blutstein. Ah ja, schwarze Wölfe. Lass doch die armen Tiere in Ruhe. Die machen aber guten Schaden. Sehr guten Schaden sogar. So. Kunstleder. Und mal schauen, was unsere armen Tierchen dabei haben. Snowfleurhaut. Ist ja süß. Wie gesagt, ich mag die. Aber die schwarzen Wölfe sind mir eindeutig zu aggressiv. So. Hochhain erneut. Es ist wirklich schön hier. Es gefällt mir richtig gut. Was haben wir denn hier? Wenn das mal keine roten Templer sind. Noch mehr rotes Lyrium. Lasst niemanden am Leben. Tja, das rote Lyrium ist überall. Und das ist bei Gott nichts Gutes. So, was haben wir hier? Plüschiger Barchensamt. Auch schöner Titel. Dankeschön für Arbor-Segen. Und nochmal Dankeschön. Hier oben haben wir eine Sehenswürdigkeit. Und eine geheime Truhe. Ein meisterhaft verzierter Dolchgriff. Und eine Sehenswürdigkeit. Scheinbar hier. Genau hier. Der gefrorene Kristallkaskaden. Die gefrorene, Entschuldigung. Wenn das Wasser der Kaskaden im Sonnenschein aus seiner gewaltigen Höhle herabstürzt, sieht es aus wie unzählige Kristalle, die aus einer unsichtbaren Hand nach unten strömen. Ah ja. Das mag sogar stimmen. Elfische Ruine. Ich denke mal, hier werden wir dann die Spuren unseres Jägers finden. Und das Gebiet ist tatsächlich nicht so groß, wie ich es mir vorgestellt habe. Da ist sich ja dann doch schon hier in diese Richtung der Ruine begrenzt, beschränkt. Finde den Jäger. Die Jagd. Eine Nachricht, die von wütenden Händen zerrissen wurde. Wieder zusammengefügt lautet sie: Lass mich in Ruhe oder ich schwöre, ich bringe dich um. Muss ich das jetzt verstehen?
Muss ich das verstehen? Ich hoffe mal, dass man das nicht verstehen muss. Wie sieht es denn jetzt aus? Aufgedeckt, aufgedeckt, aufgedeckt. Dann können wir jetzt tatsächlich hier hingehen. Was ist das hier? Ja, okay, weitere Aufgaben der Dorfbewohner. Wir könnten ja theoretisch erstmal, ja, den ganzen Spaß hier zurückerobern. Geht Richtung Hauptaufgabe hier in dem Gebiet. Warum eigentlich nicht? Jetzt sind wir sowieso einmal hier unterwegs. Das da oben scheint die Feste zu sein. Die aber dann doch ganz schön groß ausfällt. Für den Fall, dass sie komplett begehbar sein sollte. Ich weiß es ja nicht. Ich schätze mal, das hier werden rote Templer sein. Wer hätte das gedacht? So. Und auf Wiedersehen. So. Nimm den Hochhain für die Inquisition in Besitz. Ich bin noch nie einer Elfin wie euch begegnet, Sarah. Das kann ich mir gut vorstellen. Da, wo ihr herkommt, sind sie alle Sklaven. Nicht alle, aber... Ja, ihr habt nicht ganz Unrecht. Habt ihr je mit einer gesprochen, die keine war? Nein, aber ich bin froh, dass ich es jetzt tue. Tja, selbst die Elfen sind nicht alle gleich. Wer hätte das gedacht? Auch mal wieder ein interessantes Gespräch. In Tevinter also auch überwiegend Elfen als Sklaven. Depesche der Roten Templer. Depesche ist eine Art, ja, Diagramm. Nein, nicht Diagramm, Telegramm. Genau, eine Art Telegramm. Die Inquisition ist hier in der Gegend. Schlagt rasch zu, lasst sie nicht durch. Fornir. Zu spät. Denn wir haben hier unser zweites Lager aufgeschlagen. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Tja. So viel zu nicht weiter durchlassen. Wenn die roten Templer angreifen, werden wir sie kommen sehen. Das will ich auch meinen. Dieses rote Lyrium ist warm. Es fühlt sich falsch an und sieht falsch aus. Beschissenes, falsches Zeug. Sarah wird ein bisschen überemotional. Überall ist dieses rote Lyrium hier. Besiege die roten Templer an Drakons Aufstieg. Es scheint also hier eine Art Etappenkampf gegen die Templer zu werden. Niemand bekommt hier irgendeinen Kopf, außer ich den euren. So, ja, das war's dann wohl hier an dieser Stelle mit den guten Templern. Da oben, sehr lustig. Aber wir haben hier eine Sehenswürdigkeit. Wolfsgrub Tour der Dalish. Die Gegend um Sarnia bot schon immer eine Mischung aus altem und neuen, aus elfischen und alesianischen Einflüssen und darauf bin ich stolz. Emprise Dulion ist Teil der Dales und unsere Geschichte ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Leider haben nicht alle eine derart aufgeklärte Sichtweise, weshalb viele der elfischen Relikte, die hier einst überall zu finden waren, entweder zerstört oder gestohlen wurden. Zu den wenigen verbleibenden Relikten zählen auch einige Wolfsstatuen, von denen sich eine an der Alphons-Passage und eine zweite in einer Ruine nahe dem Fluss Elfenblut befindet. Dalish-Clans, die das Gebiet durchqueren, legen an diesen Statuen oft Blumen nieder und ich wüsste nicht,
was daran falsch sein sollte. Rotes Lyrium hier in der Nähe, das ist falsch daran. Ich mag Dämmerstein. Wirklich, mir gefällt Dämmerstein. Von der Farbe her auch interessant. Dieses violett-schwarze. So. Weitere Templer. Oh mein Gott. Was war das denn jetzt? Haben die sich gerade unsichtbar gemacht? Ich glaube schon. Das ist ja mal sehr, sehr interessant. Holzschlag, wie kommt man denn da hin? Oh, wir haben einen Holzschlag übersehen. Den holen wir dann später. Ah, und weiter Dämmerstein. Dämmerstein. Und Dämmerstein. Die Requirierung ist mittlerweile verfügbar. Das heißt, die müssen wir dann beim nächsten Mal auch mal eben herstellen. Und noch mehr Dämmerstein. Also es wird wirklich ein Stück für Stück fortgeschrittener Krieg hier gegen die Roten Templer. Denn wir sind gerade dabei, sie hier wirklich aus dem Gebiet zu verdrängen. So. Boah, das rote Lyrium, meine Güte. Ich freue mich schon darauf zu erfahren, wie das Ganze in Dragon Age 2 vorgestellt wird. Da tritt es ja zum ersten Mal in Kraft. Ich bin gespannt, inwiefern sie das einleiten werden. Boah, aber ordentlich viel Elfenwurzel hier an der Stelle. Und eine Nachricht. Taschentagebuch. Ich werde Ondrin fragen, ob sie mich heiraten will. Ich habe schon alles geplant. Ich werde mit ihr zu dieser Anhöhe über dem Tal gehen und dann öffnen wir die Flaschen Wein, die Vater für mich dagelassen hat. Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt. Sie wartet schon seit einer ganzen Weile darauf, aber ich wollte, dass es perfekt ist. Nur ist niemals irgendetwas perfekt. Irgendwo wird immer Krieg herrschen. Es wird immer Trauer geben und die Sorge um die nächste Mahlzeit, aber wir werden einander haben. Bis in die Ewigkeit. Diamantring. Oh Mann. Okay Leute, ich würde sagen, an der Stelle hier, mit diesen Elfenwurzeln, die wir noch ganz schnell einsammeln, machen wir dann aber auch mal eine Aufnahmepause und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Wir versuchen gerade Emprise du Lion zurückzuerobern und die roten Templer hoffentlich vernichtend zu schlagen. So, das soll mal reichen an der Stelle. Auch wenn ich mir kaum vorstellen kann, dass wir die so schnell loswerden, würde ich sagen, geht es hier beim nächsten Mal weiter mit dieser Passage, die uns hier durch das Gebirge führt. Und da vorne erwarte ich einfach mal die nächste Templerstellung. Die gibt's dann beim nächsten Mal hier bei Dragon Age Inquisition. Bis dann, Leute.